Millionen Mammut. Das nehmen wir uns diesmal weg, Dringot. Ihr hättet gehen sollen, Dringot. Hi. Hi. Ulfras wird euch nicht noch einmal vergeben. Warum, Dringot? Warum seid ihr zurückgekommen? Was wollt ihr von mir? Dringot, ihr wurdet verbannt und doch wagt ihr es zurückzukommen? Hört mich an, ihr seid in Gefahr. Nekromanten versuchen, den Warenzweig zu töten. Ihr warnt vor Gefahr. Dringot, der mit seinem Wamst einst ganze Völker niederwalzte. Eure Unruhe war es, die dazu führte, dass wir hier gefangen sind. Im Knochengarten befinden sich viele Elfengebeine. Wenn wir sie alle gemeinsam benutzen, können wir den Eindringling vertreiben. Gemeinsam? Wann habt ihr jemals etwas getan, was uneigennützig war? Schon wieder bringt ihr uns erst in Gefahr und fleht uns dann um Hilfe an. Es reicht. Ihr werdet unter dem Barrenzweig bleiben, bis die Welt euch vergisst. Wir haben keinen Ärger mit euch, Lebende. In der Tat danken wir euch, dass ihr uns erweckt habt. Die Invasoren im Barrenzweig müssen aufgehalten werden. Warum kann Dringot nicht beim Kampf gegen den Wurmkult helfen? Weil wir ihn für seine Vergehen bestrafen müssen. Die Hülle aus Elfenknochen, in die er verbannt wurde, passt nicht mehr zu ihm. Wir werden ihn in seinen alten Schädel zurückversetzen, um den herum der Barrenzweig einst gewachsen ist. Eben jener Schädel, der diesen Raum umgibt. Warum müsst ihr das jetzt tun? Die Verbrechen von Dringot sind unverzeihlich. Einst suchten wir den wahren Tod in den fernsten Weiden. Oh, ich muss ihn töten lassen. Sinnloses Wandern war es, das zu unserer Gefangenschaft führte. Hier können wir niemals sterben. Nö. Ja, Problem ist, ich kann ihn halt nicht überreden. Weil meine Überredungsfähigkeit nicht mehr... Okay. Ja, gut. Diese Geschichte ist ebenso lang, mal gucken, wie sie alt ist. Ich hoffe. Ich will ihn nämlich nicht töten. Sie zu hören? Ja, in den längst vergangenen Tagen sehnten sich unsere alten Knochen nach dem süßen Kuss der Sonne und nach Freunden, die wir zu Lebzeiten kannten. Doch unser ruheloses Wandern verursachte ungezähltes Leid. Wir gingen weit fort, um von der Welt vergessen zu werden, um zu sterben. Doch Dringot wanderte weiter umher, um zu zerstören. Wieso? Er konnte es nicht ertragen, lange an einem Ort zu bleiben. Doch während er seinen Blick auf den Horizont richtete, vergaß er, auf den Boden zu schauen. Ganze Städte wurden von ihm zermalmt. Inmitten all dieser Zerstörung erkannten die Waldelfen von Falinesti seine Wanderlust als das, was sie war. Was haben sie gemacht? Sie luden ihn ein, sich den Reisen ihrer wandelnden Stadt anzuschließen. Seine Begeisterung verschaffte ihnen genug Zeit, um ihn mit einem Schlafzauber zu belegen. Ahnungslos legte er sich zum Schlafen nieder. Dann begruben sie ihn und pflanzten einen Samen in seinen Schädel. Im Lauf der Zeit wurde daraus der Barrenzweig. Wenn seine Knochen geschlafen haben, warum hasst ihr ihn dann? Die Waldelfen von Falinesti fürchteten, unsere dahinschwindenden Knochen könnten ebenfalls von der Wanderlust gepackt werden. Also suchten sie nach uns und brachten uns in den Knochengarten. Hier haben sie uns unter den Schreinen von Ifre begraben und dafür gesorgt, dass man uns nie vergessen wird. Eben deshalb kann keiner von uns sterben. Hat Dringot sie gebeten, euch aufzusuchen? Nein. Durch das Erzählen der Geschichte wissen wir, dass er das nicht tat. Doch seine Wanderschaft führte zu großer Zerstörung und seine Selbstsucht führte unsere Knochen in dieses Gefängnis. Verbannung ist genauso kacke! Der Endlosigkeit ein. Und dieses Verbrechen kann ihm niemals vergeben werden. Verbannung ist... Na gut, aber dann lebt er wenigstens. Verbannung ist genauso scheiße. Ja, ich weiß, Kitty. Ich weiß. Immerhin lebt er dann, aber... Oh.
Ich weiß, dass ich es mal geschafft hatte, da habe ich aber überreden gehabt. Oh, also ich merke immer wieder, ich muss irgendwie auf Überreden, also irgendwie das Überreden-Talent kriegen. Das ist so kacke. Ich kann ja auch nicht überreden, ja. Ich habe es mir gedacht. Aber ach, er verdient die Verbannung. Vielleicht war ich zu voreilig. Nun gut. Weil Dringurt seine Verbannung nur gebrochen hat, um uns vor einer so großen Gefahr zu warnen, werden wir ihm gestatten, uns in Frieden zu verlassen. Doch nur, wenn er uns dabei hilft, die Eindringlinge zu vertreiben. Hm. Okay. Feinde am inneren Tor. Kommt schnell. Wir werden den Wurmkult hinausdringen. Okay. Muss ich schon? Nee. Erhebt euch, meine Freunde. Erhebt euch und tötet die Eindringlinge. Sie sind noch am Labern. Wir werden uns niemals von ihnen versklaven lassen. Ah. Nee, doch. Ich muss da schon durch. Zerschmettert die Knochen. Ja, ich zerschmetter die Knochen jetzt schon. Sehr gut. Wir zerschmettern ja. Oh, ein mächtiger Zerschmetterer. Die Invasoren aus unserer Heimat. Und hinaus. Wie hole ich mir die Spaß aus? Es macht doch Spaß. Ist nur ein bisschen komplizierter vom Spielsystem her. Ich es vermissen werde, Welle um Welle von Würmchen und ihre knochigen Diener zurückzuschlagen. Aber jetzt habe ich die Chance, die Welt zu sehen. Neue und interessante Leute zu treffen. Jetzt werde ich aber nicht aus Versehen alles auf meinem Weg zertrümmern. Das wäre eher peinlich. Was werdet ihr jetzt tun? Ich schätze, ich werde mir die Welt ansehen. Die Leute werden zwar vielleicht nicht so gut mit sprechenden Elfenknochen umgehen können, aber das ist immer noch besser, als alles in Klump zu treten, was? Ich bin sicher, ich sehe euch bald wieder. Die Welt hat nur eine bestimmte Größe. Jetzt ist sie größer, denke ich. Wie aufregend. Wo geht es denn als erstes hin? Wisst ihr, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Solltet ich suche mir meistens einfach eine Richtung aus und gehe los. Aber manchmal klappt das nicht sehr gut. Bei mir der Geister zum Beispiel. Klingt wie ein lustiger Segeltörn, oder? Das Meer der Geister? Hoch im Norden. Ganz hoch im Norden. Viel Wasser, mehr Eis, als man sich vorstellen kann. Aber die Seepocken, ah, die scheuern ganz schön. Ich musste mich eine Ewigkeit im Wüstensand herumrollen, um die wieder loszuwerden. Ihr wart in der Wüste? Oh ja, ich habe es geliebt. Es war warm und trocken und der Sand fühlte sich so gut auf den Knochen an. Leider mögen die Leute dort wandelnde Skelette nicht. Das geht zwar den meisten Leuten so, aber dort war es besonders schlimm. Dabei habe ich mich von meiner besten Seite gezeigt. So hätten sie wirklich nicht reagieren müssen. Was ist geschehen? Als sie mich kommen sahen, zogen sie sich in die Hügel, Höhlen und was sonst noch da war zurück, um sich zu verstecken. Jedes Mal, wenn ich eine Stadt erreichte, war sie schon ganz verlassen. Das machte mich schrecklich einsam. Aber das war vor langer Zeit. Ich sollte mal dort vorbeischauen, um zu sehen, wie sich die Dinge geändert haben. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die Dinge haben sich gar nicht geändert. Aber ich habe doch eine neue Rüstung. Ach. Naja, ich habe wenigstens was an. So, da hinten habe ich eine Quest. Da hinten war die Quest. Hui. Pferdchen, lauf, galopp. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich irgendwann nächste Woche.
muss erst wieder bearbeiten. Also ich denke mal nächste Woche. Vielleicht habe ich morgen auch schon Zeit, die ersten Videos wieder fertig zu bearbeiten. Fertig zu machen. Und dann kann ich sie vielleicht für nächste Woche hochladen. Ihr solltet euch schämen. Ja, gut. Ja. Keller. Oh, Katze! Die Luke ist verriegelt. Sie kann nur mit dem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Der schwache Duft von Weihrauch steigt zwischen den Brettern hervor. Trockene Kleider. Was macht ihr mit meiner Kleidung? Ja, schon durch deswegen. Also wie gesagt, ich gehe aus von nächster Woche. Muss auch mal gucken. Ich glaube Story Games. Habe ich noch Story Games? Ich glaube Life is Strange kommen noch ein paar Parts. Danach muss ich erstmal Dufte wieder fragen. Wegen Endcard. Dann dauert es erstmal wieder ein bisschen. Hallo Katze. Suchen. Die Worte für Sorion in Liebe Lobel sind hinter der Kopfplatte in das Instrument gebrannt. Ihr Skelett scheint zu den letzten Überresten eines unglückseligen Musikanten zu gehören. Oh, Buch. Sprich mit Ender. Ihr könnt mich sehen? Ja. Es braucht schon einen scharfen Verstand, um jemanden in meiner Lage wahrzunehmen. Willkommen. Hier findet ihr keine klirrenden Ketten oder zuschlagenden Türen. Das verspreche ich. Können wir mal was nachgucken? Nur eine verlorene Seele, die sich einem Spiel verschrieben hat, das niemals endet. Wer seid ihr? Ich bin Felia. Oder vielmehr war ich das. Es spielt kaum eine Rolle. Im Leben war ich eine Meisterin der Spiele. Spiele aller Arten. Karten, Würfel, Gesellschaftsspiele. Ich liebte sie alle. Leider traf ich einen Säufer, der es leid war, dass ich immer gewinne. Also rammte er mir ein Messer in den Bauch. Geht ihr deshalb nicht ins Jenseits ein, weil ihr ermordet wurdet? Teilweise. Ehrlich gesagt halten mich noch andere Kräfte hier. Ehe ich starb, half ich dem Hasardierverein, sein Spiel zu entwickeln. Ich habe zahllose Partien gespielt, aber immer gewonnen. Um ein Spiel wirklich zu kennen, muss man allerdings auch verlieren. Vielleicht kann mein Geist weiterziehen, wenn ich besiegt werde. Geht sofort weiter. So. Ich fordere euch zu einem Ruhmspiel heraus. Was ist denn ein Ruhmspiel? Verführerisch. Doch ich spüre, dass ihr noch nicht bereit seid. Nur eine Meisterin kann mich besiegen. Ah, okay. Okay, keine Ahnung. Irgendeine komische Frau. Was willst du denn, du Alte? Hör mal. Wo kommt die überhaupt her? Da hinten. Aber. Nesalas Gewölbe. Nesalas Gewölbe. Da. Ja, erstmal umwerfen, die komische Frau. Ja, ist so. Ist auch nicht, was sie wollte.
So, jetzt einmal da zu dem Gewölbe. Muss ja hier irgendwo sein. Hoffe ich. Da. Gewölbeparty! Vertraut mir, Tarandil. Magie, seid vorsichtig. Komm. Eine Armee versammelt sich unter unseren Füßen. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Irgendwie schafft es das Bündnis, diese Ruine mit Truppen zu füllen. Und es kommen immer mehr, wie aus dem Nichts. Aus dem Nichts? Das muss Magie sein. Es gibt keine andere Erklärung. Das ist der einzige Ein- oder Ausgang zu den Ruinen. Die Rotwardonen müssen offenkundig ein Portal benutzen, um in die Ruine zu kommen. Sie hoffen wahrscheinlich, dass sie sich verborgen halten können, bis ihre Streitmacht groß genug für einen Angriff ist. Was wollt ihr denn dagegen unternehmen? Wenn es ein Portal gibt, und ich fresse meine Rüstung, wenn es keines gibt, müssen wir es versiegeln, ehe Verstärkung eintrifft. Ein einzelner Speer wird es leichter haben als eine ganze Streitmacht. Wir haben ohnehin nicht genug Leute, um uns ihnen im offenen Kampf zu stellen. Lass mich das machen. Das weiß ich zu schätzen. Nehmt diesen Stab und verwendet ihn, um das Portal zu stören. Aber seid vorsichtig. Versucht nicht, gegen alles und jeden zu kämpfen. Es wäre die reinste Verschwendung, wenn ihr sterben würdet, bevor ihr dieses Portal geschlossen habt. Okay. Dann auf geht's, rein da. Nächster das Gewölbe. Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Himmelsscherbengedöns. Aber wahrscheinlich, wenn man. Ja. Wenn man einmal rumgeht. Ich finde es sehr gut, dass Himmelsscherben mittlerweile auf der Karte angezeigt werden. Das vereinfacht einem die ganze Sache. Von den Seiten. Huch. Hey, wir sind ein gutes Team. Aber das wissen wir ja schon. Verbrennen. Könnte ich, glaube ich, für dieses andere Ding benutzen, aber egal. Ah, das ist klar, Markus. Ah, ich häng schon wieder an dem Stein. Oh. Das kann ich eigentlich. 2 von 3. Dann auf ihn. Au. Irgendwann spiele ich die Story auch mal als Katze durch.
irgendwann. So, ich mache mich mal fertig für die Arbeit. Alles klar, Iron. Mach das. Irgendwann spiele ich die Story mal als Katze. Ich weiß, es ändert nichts an der Tatsache, aber trotzdem. Katze und dann wahrscheinlich eine andere Klasse. Das ist ja nur die Frage. Welche? Hattet ihr Glück? Habt ihr die Quelle der Invasoren gefunden? Ja, der Trecht mit dem Portal. Ich habe es mit dem Zauberstab geschlossen. Hervorragend. Um ehrlich zu sein, ich war nicht sicher, ob ihr zurückkehren würdet. Das ist eine wirklich glückliche Wendung. Jetzt können wir dieses Gebiet sichern und dafür sorgen, dass es in dieser Region keine Schwachstellen mehr in unserer Verteidigung gibt. Ihr habt meinen Dank. Sehr gerne. Ach, was Schweres, ne, so Punkt. Mittlere Rüstung. Ich kann mal kurz durchgucken. Ja. Okay. Dann haben wir das auch. Der eine Dolmen ist wahrscheinlich nur auf der anderen Seite. Dann gebe ich die eine Quest noch schnell ab. Die da unten ist das Ding mit dem Musikanten. Vielleicht schaffen wir es dann ja irgendwie zu dem Dolmen da mal hoch. Ich glaube, da muss ich ja auf die andere Seite. Bei mir. Da könnte es hochgehen dann. Schauen wir gleich einfach. Das war's mit Sprint. Wo ist die gute Dame? Sprich mit Ender. Ja. Servus, Ender. Ich habe mich gefragt, ob ich euch je wiedersehen würde. Gibt es Neuigkeiten? Leider keine guten Neuigkeiten. Was? Ist es mein Sorion? Geht es ihm gut? Sollen wir ihr sagen, dass er eine Affäre hatte? Oder sollen wir von uns behalten? Ich meine, tot ist er so oder so. Gestorben ist er ja. Troll gefressen oder Wahrheitssagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, an sich ändert es ja nichts meiner Tatsache. Wenn er noch leben würde, dann hätte ich auf jeden Fall die Wahrheit gesagt.
Aber so? Ha, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Er wurde von einem Troll gefressen, es war nichts übrig außer Knochen. Er hatte der Welt so viel zu geben. So vielen hat er Freude gebracht. Besonders einer. Keine Närrin. Er hatte viele Fehler, aber so hätte es nicht enden müssen. Ich muss wirklich zurück nach Auridon, um seine Beerdigung zu planen. Musikanten aus ganz Tamriel werden dafür anreisen. Vielen Dank, Reisende. Gerne. Okay. So, dann will ich einmal gucken, ob man da hinten zum Dolmen kam. Einmal Luki Luki machen. Ansonsten geht's einmal andersherum. Dann geht's einmal drumherum. Dann heißt es gleich warten. Haha. Die Dolmen. Dann hoffen wir mal, dass der gleich aktiv wird. Huch, nein, nicht aufsitzen. Oh Gott. Denn hier habe ich noch gar keinen von den Dolmen. Ja gut. Ich habe auch noch nicht großartig die Map erkundet, ne? Aber irgendwann mache ich noch einen Katzenrun. Irgendwann. Oder vielleicht auch mal so ein Story-Ding. Also. Vielleicht irgendwann dann ja mal mit jemandem zusammen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ein Partner-ESO-Run. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Kommt her, ihr Dolmen von was weiß ich. Wie viel? Oh, mein Gift ist leer. Gerade nachgucken, wie viel Gift ich da noch drin habe. Wie habe ich denn meine Fähigkeiten, wenn ich damit spiele? Geschnitt. Geht halt trotzdem mal zwei Hände, ne? Weiß es noch nicht, was ich als Ding als Zweitwaffe mache. Trennen. Mächtigen Hieb, der einfach nur gut Schaden. Mächtigen Hieb, der Feinden. Wo? Oh, Füßen Schaden. Dann mache ich lieber das hier. Schnitzeln. Mittlere Rüstung. Kritischen Schaden und gewirkte Heilung für jedes getragene Stück mittlere Rüstung. Auf jeden Fall. Ja, Antiquitäten.
Ein blaues Kitty. Also, blaue Verzierung. Voll cool. Das sieht mega cool aus. Ich will auch. Wie steckt man seine Waffe zurück? Ich weiß, das zählt nicht. Oh, kommt doch endlich. Von da kommt man dann perfekt darüber. Können wir mit Sarah sehr sprechen. Shift und Y und D. Ach da! Juhu! Es geht los! Mal sehen, ob wir es zu zweit hinkriegen. Was sollten wir eigentlich? Ich nehme mir irgendwie immer den dicksten vor, ne? Ah, da kommt noch jemand. Wunderbar. Sofort wieder auf dem Chat. Ich sehe zwar, dass gerade geschrieben wird, aber ich bin sofort da. Ich achte sofort da drauf. Hui. Ist hier noch irgendwo was? Ja, nein, vielleicht. Denkt wohl, ihr seid stark. Wie wäre es mit einigen Orten? Nein. Oh je. Und weiter geht's. Oh, aus der Ui raus. Das wird mich nicht aufhalten. Brauche ich nicht, nehme ich mit. Nehme ich mit. Wunderbar. Ryder, Hallöchen. Wie geht's dir? Wenn ich das oder ist, dann kein Fenster heute kleiner. Eigentlich nicht. Ich habe zumindest nichts verstellt. Ich
habe eigentlich nichts verstellt. Sollte eigentlich gleich groß sein. Hoffe ich. Inventar. Ach du grüne Neune, was habe ich denn für kleine Arme? Also dünne Arme. Das sind ja Streichholzarme. Ah je. Gut, Dolmen fertig. Ich hätte gerne. Wie kommen wir da hin? Der Turm. Wie kommen wir da hin? Und hier ist doch einer. Den mit Scherbe. Ist ein Muskel schon vom Schwert schwingen. Na toll. Ich muss gleich nochmal, weil mich das Viech unterbrochen hat dabei. So, und jetzt. Muskel schont. Ja, danke. Da ist nichts. Hier geht's aber zum Turm. Den würde ich mir gerne noch schnappen. Den hier unter dem Sternbild des Turms stehen erhalten. Auch sogar erhöhte maximale Ausdauer. Perfekt. Oh, das wird doch hier unterbrochen. Yep. Du kleines Drecksding. Ich hasse Zecken. So. Sauber. Jo. Rankendingens. Fahnenblatt. Ja, auf jeden Fall erstmal in die Richtung. Kann man da durch? Ah, ne. Das ist leider nur sowas. Da nicht. Nichts, wo man durch kann. Upp. Irgendwann sterbe ich, wenn ich irgendwo runterspringe. Kennt man ja nicht anders von mir. Aktiviert. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Klar, Farnblatt oder das andere? Was war denn welche Quest? Farnblattsdornen. Bei meiner Reise durch Grasbad bin ich auf einen Schrein gestoßen. Ja, wer ihn meint. Okay, es ist also nicht die Hauptstory-Quest. Ja, sollte ich das zumindest machen, ne? Dieses Knurren vom Wolf. Okay. Wir kommen ja hier gleich wieder zurück. Ich will erstmal auf die Straße. Den Weg müssen wir ja eh gehen. Bah! Ach nee, es sind Affen. Ich wollte gerade sagen, so viele kleine Spinnen, aber das sind Affen. Alles gut. Mein Fauxpas. Ich habe Affen mit Spinnen verwechselt. Oh, eine Truhe. Wie weit ist es noch? Da unten. Irgendwann sterbe ich. Einen grausamen Tod. Weil ich es nicht lassen kann. Buch. Ein Buch gefunden. Und hi. Mein Freund Firelion ist verschwunden. Und ich mache mir Sorgen, dass er sich in der Höhle im Norden in Schwierigkeiten gebracht hat. Was hat er in dieser Höhle getrieben? Das ist meine Schuld. Ich habe immer wieder von einem seidenen Kleid erzählt, das ich neulich an einer Hochelfin in Eldenwurz gesehen habe. Firelion hat geschworen, mir so ein Kleid zu besorgen.
Ich hätte nie gedacht, dass er sich dafür in eine Höhle voller Spinnen wagt. Nee, ich auch nicht. Die Höhle ist voller Spinnen? Ich glaube, Firelion hoffte, ihre Seide für das Kleid zu ernten. Dieser törichte Elf. Es gibt Geschichten über eine Spinne, die dort drin haust, die so groß wie ein Bär und doppelt so wild sein soll. Ihr Götter, wenn ihm etwas zustößt. Ja, ja, ich werde nach ihm sehen. Bitte sucht nach Firelion in der Höhle. Ich muss aber gleich einmal ganz kurz mit dem Hundi raus. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ich auch ganz kurz Hundi im Garten lassen würde. Ihr hattet Geschichten über eine Riesenspinne erwähnt. Ja, die schreckliche Matriarchin des Spinnennests. Das heißt, sie wäre 1000 Jahre alt. Ja, danke. Man nennt sie die Spinnenkönigin. Mhm. Schon beim bloßen Gedanken an sie bekomme ich sofort eine Gänsehaut. Danke, ich auch. Finde ich nicht witzig. Gut, um das Spinnenproblem kümmern wir uns gleich. Ich lasse mal ganz kurz den Hund raus. Hol mir noch was zu essen. Und bin gleich wieder da. Dauert nicht lange.